Der Hammer kam auf Armie Hammer und jetzt geht er einem normalen Job nach. Hey, jeder muss essen. Hier ist die Wahrheit über das aktuelle Leben des ehemaligen Schauspielers und wie er in Ungnade gefallen ist. Armie Hammers Familie ist wohlhabend. Die Art von Reichtum, die Privatschulen, angesehene Verbindungen und die Art von alltäglichen Privilegien ermöglicht, von denen die meisten von uns nur träumen können. Aber er stammt nicht aus einer Reihe berühmter Entertainer. Die Familie Hammer ist seit langem in Politik und Öl verstrickt und zwar auf fragwürdige Weise. Hammers Ur-Urgroßvater Julius Hammer war Mitbegründer der American Communist Labour Party und ein Arzt, der kurzzeitig im Gefängnis landete, nachdem er für die Frau eines russischen Diplomaten eine Abtreibung durchgeführt hatte, die zu ihrem Tod führte. Im Gefängnis zog er die Bewunderung von Wladimir Lenin auf sich und sein Sohn Armand Hammer hatte weiterhin eine enge Beziehung zur Sowjetunion. In einem Artikel der New York Times über Armand Hammer aus dem Jahr 1981 wurde dem damaligen Leiter von Occidental Petroleum die Aufrechterhaltung solider Geschäftsbeziehungen mit traditionell feindseligen Ländern wie der UdSSR und Libyen unter dem Diktator Muammar al-Gaddafi zugeschrieben. Ihm wurde vom sowjetischen Präsident Leonid Brezhnev eine Luxuswohnung in Moskau geschenkt und 1972 geriet er sogar wegen illegaler Wahlkampfspenden an den ungnadengefallenen Präsidenten Richard Nixon in rechtliche Schwierigkeiten, obwohl er Demokrat war. Well, I'm not a crook. Als Jugendlicher war Armie Hammer laut einem Profil des New York Magazins aus dem Jahr 2011 in einer kleinen christlichen Privatschule eingeschrieben. Wie viele Privatschüler zeigte er eine gewisse rebellische Ader. Im Gegensatz zu den meisten Privatschulkindern beinhaltete seine Akte jedoch leichte Brandstiftung komplett mit einer unklugen Unterschrift. Hammer erinnerte sich gegenüber dem New York Magazine, ich habe Feuerzeugbenzin vor die Schule gegossen und sie angezündet. Er fuhr fort zu erklären, dass er erwischt wurde, weil er die geniale Idee hatte, seinen Namen mit besagter Feuerzeugflüssigkeit zu unterschreiben. Hammer fügte hinzu, dass er gebeten wurde, nicht zur Schule zurückzukehren. In seinem Juniorjahr in der Highschool hatte er die Highschool endgültig abgebrochen, um seine Schauspielerkarriere fortzusetzen. Ein paar kleine Fernsehrollen und ein Film später landete er seine erste Spielfilmrolle, ironischerweise als der legendäre TV-Evangelist Billy Graham in Billy the Early Years. Armie Hammer wurde schließlich mit einer Breakout-Rolle im Oscar-nominierten The Social Network 2010 für den besten Film bekannt, in dem er die Zwillinge Cameron und Tyler Winklevoss spielte. We can do that ourselves. I'm 6'5", 220 and there's two of me. Seine Leistung zog ihm mehr Beifall und Aufmerksamkeit als je zuvor und es sah so aus, als ob die Sterne für den Kerl ausgerichtet sein könnten. Dann im Jahr 2011 wurde bekannt gegeben, dass Hammer die Titelrolle in Disneys Mega-Budget-Adaption von The Lone Ranger bekommen hatte. Es war Hammer-Time, Baby. Oder auch nicht. Der Lone Ranger wurde 2013 veröffentlicht und brutale Kritiken, weit verbreitete Gleichgültigkeit und eine nicht unerhebliche Menge an Spott auf Hammers Co-Star und bekannten weißen Mann Johnny Depp zu bekommen. In dem Film spielte Depp den indianischen Kumpel Tonto in einem Kostüm und Make-up, das man höflich als verblüffend bezeichnen könnte. Der Film wurde zu einer der berüchtigsten Bomben der Filmgeschichte. Variety berichtete 2013, dass der Film voraussichtlich satte 190 Millionen US-Dollar verlieren würde, nachdem seine Marketingkosten berücksichtigt worden waren. Why am I covered in dirt? I buried you. Hammer und Depp im Gespräch mit Yahoo News gingen den leichten undiplomatischen Weg, Kritiker für das Scheitern des Films verantwortlich zu machen. Es hätte ausreichen können, um die Karriere eines jeden jungen Schauspielers zu ruinieren. Aber die Rollen für Hammer kamen immer wieder in Filmen wie The Man from U.N.C.L.E., Nocturnal Animals und Call Me By Your Name, ein weiterer Nominierter für den besten Film. So wie Armie Hammer seinen Ruf als talentierter Schauspieler mit seinen Auftritten in Call Me By Your Name und Sorry to Bother You verschönerte, verschönerte er auch seinen Ruf als Mann, der scheinbar aus roten Fahnen gemacht war. Im Jahr 2019 brachte er das gesamte Internet mit einem seitdem gelöschten Instagram-Post zum Kochen, in dem sein damals zweijähriger Sohn Ford an seinen Zähnen lutschte. Dann ebenfalls im Jahr 2019 berichtete die Los Angeles Times, dass Hammer und andere berühmten Typen zu Recht mit Kritik über ihre Unterstützung von MDL Beast überschwemmt wurden, einem Musikfestival, das in der von den Menschenrecht bedrohten Nation Saudi-Arabien stattfindet. In einem weiteren seitdem gelöschten Instagram-Post schwärmte Hammer tonlos: Was ich gerade gesehen habe, war wirklich etwas Besonderes. Ich sah saudische Männer und Frauen, die von einem Ereignis begeistert waren, von dem sie nie gedacht hätten, dass sie es jemals in ihrem Leben sehen würden. Er fuhr fort, das Ereignis mit Woodstock zu vergleichen und kommentierte, dass MDL Beast einen riesigen revolutionären kulturellen Wandel im Land auslösen würde. Dies geschah natürlich nicht. Im Jahr 2020 meldeten sich zwei Frauen, Courtney Vujicevic und Paige Lawrence, mit Einzelheiten über die intensiven und bizarren Beziehungen, die sie mit Armie Hammer hatten. Vujicevic sagte gegenüber Vanity Fair: Am ersten Tag tut ihr dir leid. Es ist, wenn er sich wie ein Opfer aussehen lässt. Du bist das einzige Mädchen auf der ganzen Welt. Und dann beginnt er mit den Manipulationen und den dunkleren Sachen. I'm just closing my eyes until it ended.
Sie erklärte, dass sie wegen eines Traumas in Behandlung gelandet sei, nachdem Hammer sie in ein, Zitat, Knechtschaftsszenario überredet hat, mit dem sie sich in keiner Weise wohlfühlte. Lawrence behauptet, dass ihre Beziehung zu Hammer noch dunkler geworden sei gegenüber Vanity Fair. Er fing an, Regeln für mich aufzustellen, was ich tun konnte und was nicht. Ich fühlte mich einfach sehr unsicher und mir wurde wirklich schlecht wegen der Dinge. Sie fuhr fort, Hammer irgendwie beängstigend zu nennen und hatte sogar einmal einen Kommentar darüber abgegeben, dass sie ihre Rippen essen wollte. Lawrence sagte, sie habe sich gemeldet, um mehr Aufmerksamkeit auf die Frage der Einwilligung zu lenken. Sie sagte auch, dass ihre Beziehung zu Hammer deutlich gemacht habe, wie heikel eine Einwilligung sein kann. Lawrence drückte auch ihre Hoffnung aus, eine gemeinnützige Organisation zu gründen, die auf das Problem aufmerksam macht. Leider dauerte es nicht lang, bis der Skandal eskalierte. Später im Jahr 2021 meldete sich eine anonyme Frau mit dem Namen Effie und behauptete, Armie Hammer habe sie 2017 in einem Hotelzimmer gewaltsam angegriffen. Die Frau sagte während einer Pressekonferenz mit ihrem Anwalt, Hammer schlug meinen Kopf wiederholt gegen eine Wand, zusammen mit anderen Gewalttaten, denen ich nicht zugestimmt hatte. Abgesehen von dem offensichtlichen Schrecken der Anschuldigung stellte sich ein ziemlich verflixtes, hochkarätiges Projekt in Frage. Disneys Adaption von Agatha Christies Tod auf dem Nil, die bereits fertiggestellt war und in deren Besetzung Hammer auftrat. Wie auch Variety gegen Ende des Jahres berichtete, wurde spekuliert, dass Disney mehrere Optionen zur Auswahl hatte, um den potenziellen Schaden zu mindern, einschließlich der Neuaufnahme seiner Teile und oder des direkten Senden des Films an das Streaming. Am Ende wurde der Film jedoch wie geplant veröffentlicht, beworben durch einen Trailer, der Hammer, der keinem der Pressegespräche des Films teilnahm, merklich leicht machte. Disney war vielleicht ein wenig vorsichtig, sich von Armie Hammer zu distanzieren. Aber was Death on the Nile angeht, war es zumindest relativ einfach, seine Anwesenheit inmitten einer gigantischen Besetzung von Superstars herunterzuspielen. Zufällig hatte Hammer zu der Zeit, als der Skandal ausbrach, ein paar prominente Rollen in der Reihe und diese Projekte ließen ihn schnell wie eine heiße moralische fragwürdige Kartoffel fallen. Im Januar 2021 wurde berichtet, dass Hammer aus Shotgun Wedding entlassen worden war, einer Rom-Com, in der er neben Jennifer Lopez die Hauptrolle spielen sollte. Hammer drehte dies um, indem er sagte, dass er sich keine Zeit nehmen könne, um von seinen Kindern getrennt zu sein. Fast unmittelbar danach berichtete Variety jedoch, dass The Offer, die Paramount Plus Serie über die Entscheidung von The Godfather, Hammer auch seine Wanderpapiere verliehen hatte. Nur eine Woche später kam, was ziemlich unvermeidlich war, die Nachricht, dass sowohl Hammers Agentur als auch sein Publizist ihn fallen gelassen hatten, was wahrscheinlich nicht viel mit seiner elterlichen Verfügbarkeit zu tun hatte. Bei all seinen Skandalen sollte man meinen, dass Armie Hammer sein Bestes tun würde, um sich eine Weile zurückzuhalten, vielleicht indem er sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückzieht oder davon absieht, Dinge in die sozialen Medien zu posten, die seinen Charakter weiter in Frage stellen könnten. Dies war jedoch nicht der Fall. Mittendrin flog Hammer zu den Cayman Islands und warf einen Doozy eines seitdem gelöschten Instagram-Posts hoch. Ein Video einer jungen Frau, leicht bekleidet und in einer komprimierenden Position, das er betitelte Fräulein Cayman. Nun, die Caymans haben einen Schönheitswettbewerb mit einem sehr ähnlichen Namen und die Organisation reagierte schnell mit einer knappen Erklärung. Das Komitee ist sehr beunruhigt über das Video und möchte bestätigen, dass die Frau nicht die amtierende Miss Cayman Island ist und keine Verbindung zu Miss Cayman Islands Universe-Wettbewerb hat. Auch Hammer verspürte das Bedürfnis, öffentlich klarzustellen und veröffentlichte eine Erklärung gegenüber der Zeitung Cayman Compass, in der er den Instagram-Post als Zitat »dummen Versuch des Humors« mit der Hand abwinkte. Laut ihrer Website fand der Royal Cayman Island Police Service die Situation nicht allzu lustig. Sie haben kurz nach dem Post bei Hammer eingecheckt und ihn vor einem solchen Verhalten in Zukunft gewarnt, bevor sie die Untersuchung eingestellt haben. Schließlich kam 2022, das, was hoffentlich, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht, das letzte Kapitel dieser traurigen Saga ist. TMZ veröffentlichte im Juli dieses Jahres einen Bericht zusammen mit Fotos, der besagte, dass Armie Hammer erneut auf den Cayman Islands gesichtet worden war. Diesmal schien er jedoch einen neuen Job gesichert zu haben, Verkauf von Teilzeitnutzungsrechten und Tätigkeiten als persönlicher Concierge im Moritz, einem Resort auf Grand Cayman. Hammers Lager reagierte nicht auf die mehrfachen Anfragen nach einem Kommentar, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Nur ein paar Tage später berichtet Variety, dass sie mit einer ungenannten Quelle gesprochen haben, die ihnen mitteilte, dass Hammer tatsächlich für das Resort angestellt sei, da er, Zitat, total pleite sei. Gleich am nächsten Tag veröffentlichte People einen Bericht, in dem ein Insider zitiert wurde, der folgedessen anbot, Hammer verkauft derzeit Timeshares, weil er das Geld braucht. Sein Vater hilft ihm nicht mehr und er wurde abgeschnitten, also musste er arbeiten. Hammers Anwalt hatte sich zu diesem Zeitpunkt endlich eingemischt und erzählte People, dass er zwar nicht über den aktuellen Auftritt des Schauspielers wusste, es aber als unfair empfand, dass Hammer von den Medien beschämt wurde, weil er einen, Zitat, normalen Job hat. Nach all dieser Schrecklichkeit begann das Internet mit Armie Hammer eines seiner langjährigen Probleme wiederzukauen. Dass er als gut aussehender, heterosexueller, privilegierter weißer Mann weitaus mehr Chancen hatte, ein hochfinanzierbarer Filmstar zu werden, als er je verdient.
Die Meinung wurde 2017 in einem BuzzFeed-Leitartikel mit dem Titel 10 Long Years of Trying to Make Armie Hammer Happen herauskristallisiert, in dem festgestellt wurde, dass trotz seiner Reihe hochkarätiger Flops wie The Lone Ranger, The Man from U.N.C.L.E. und The Birth of a Nation, Hollywood ihm einfach immer wieder auf die Schulter klopfte, auch als sein öffentliches Image immer wieder erodierte. In einem Profil aus dem Jahr 2017 in The Journal wurde in ähnlicher Weise festgestellt, dass Hammer im Gegensatz zu beispielsweise John Hamm nie auf Tisch warten musste, während er darauf wartete, in die große Runde einzusteigen. Das Thema wurde so eklatant, dass Hammer selbst es 2019 in einem Interview mit dem Independent ansprach, in dem er viele der richtigen Worte sagte. Er sagte zum Beispiel, dass die Tatsache, dass seine Füße zu diesem Zeitpunkt auf dem Tisch lagen, als Versäumnis ausgelegt werden könnte, sein Privileg zu überprüfen. Ich meine, ich fühle mich einfach wohl und entspannt, aber es gibt die ganze Zeit Dinge, bei denen ich mich dabei erwische und ich denke, Moment mal, ist das ein weißes Privileg? Ja, ich denke, es ist es. Schau dir an, was ich tue. Sheesh.